meine Lieben und herzlich willkommen zu Tag 6 meines One Weeks with Me, Follow Me Around. Ja, Wahnsinn, der vorletzte Tag bricht schon an. Schnell ging die Woche rum. Ja, bevor ich jetzt gleich bei Ruby bin, wollte ich hier nochmal einen Aufruf starten, dass wenn ihr Fragen habt zu den ganzen Videos, die ihr jetzt die Woche von uns gesehen habt, dann schreibt es doch einfach mal in die Kommentare rein, weil ich werde morgen quasi so eine kleine Antwortenrunde mal starten in dem Video, wo ich so die meisten Fragen, die Woche aufgetreten sind, beantworte für euch. Also deshalb nochmal der Aufruf, falls ihr noch irgendwie Fragen habt, dann einfach hier unter das Video drunter, dann kann ich das morgen, wenn ich das letzte Video aufnehme, euch alle beantworten. So, und ich bin jetzt gerade hier beim Dicken angekommen. Hallo, mein Schatz. Hi. Möchte gucken, wer das, was das ist, ne? Kennst du doch mittlerweile. Bist du fit? Wir machen heute ein bisschen Bodenarbeit, ein bisschen Entspannungsprogramm auch. Nach gestern aber trotzdem kopfmäßige Arbeit, was ja immer sehr wichtig ist. Und ja, jetzt komme ich erstmal an und verbreite mich hier erstmal mit meinem ganzen Zeug, mit meinem Fotorucksack, den ich anhab, wie ihr seht, und alles. Und gib dem Dicken erstmal sein Begrüßungsmöhrchen, gell? Ich glaube, der hat jetzt nach der Woche Video machen dann auch genug. Der ist dann froh, wenn die Kamera ab übermorgen nicht mehr dabei ist. Zumindest mal Kamerapause ist, ne? Ja. Wo gehst du hin? Wo gehst du denn hin? Komm her. Du bist ja brav. Und wir starten jetzt mal mit dem Schrittgehen. So, wie angekündigt, machen wir heute ein bisschen Bodenarbeit. Und zwar habe ich es mir heute ein bisschen schwerer gemacht, weil wir das erste Mal bei uns auf dem Platz sind. Was ein bisschen spannend wird, weil Ruby heute schon etwas sehr umweltorientiert ist. Also gucken wir mal, wie gut er mitarbeitet. Ich habe mir auch extra mal den Ton angezogen, dass ich euch in der Zeit ein bisschen was erzählen kann. Ich möchte vorab einmal wirklich nochmal betonen, auch ich bin Anfängerin, was Bodenarbeit betrifft. Ich habe zwar auch schon Kurse gemacht, aber ich bin eben kein Profi, ich bin einfach dabei, mich selbst zu finden. Deshalb seid es mir nicht übel, wenn ich jetzt Sachen anders mache, als sie vielleicht in manchen Büchern stehen oder wie ihr es vielleicht auch gelernt habt. Und ich bin halt einfach auch noch bei den Grundsachen. Wir machen sehr viel einfach noch Grundübungen. Und ja, trotzdem möchte ich euch einfach mal ein bisschen zeigen, wie ich damit arbeite. Und dann gucken wir einfach mal, wie ihr mitmacht, wie weit wir kommen, was wir machen können. Ich würde sagen, wir starten. Ich beginne mit der Grundübung, dass er einfach neben mir läuft und zwar in dem Tempo, wie ich es möchte. Das heißt, wenn ich schneller gehe, soll er auch schneller gehen und wenn ich langsamer gehe, doch, sollst du auch langsamer gehen, genau. Er guckt überall jetzt gerade nach dem Gras, das ist so geil. Ich habe ja gesagt, das wird heute eine Herausforderung. Weil er einfach wirklich so viele andere Sachen hat, worauf er sich gerade konzentriert, nur nicht auf mich. Ja, jetzt haben wir das zum Beispiel. Ich gehe jetzt schneller Schritt. Er muss mitkommen. Ohne, dass ich halt irgendwie groß... Oh, gut gemacht. Das ist gerade eigentlich schon peinlich, dass das jetzt schon an der Grundübung gerade scheitert. So, nochmal. Also, gehe ich schneller? Mhm. Gehst du schneller? Hier bin ich. Hier bin ich. Gehe ich langsamer, gehst du langsamer und nicht zum Baum, zum Gras oder sonstiges. Ne, dann nehme ich einfach, fange ich an, das Halten mit reinzunehmen, wenn er dann darauf achtet. So ist er fein. Ne. Einfach mal stehen bleiben. Und nein, wir suchen jetzt auch kein Gras. Was machst du da heute mit mir? Du guckst doch gerade in die Kamera und sagst, seht ihr, wie ich sie verarsche? Nachdem das draußen also absolut nicht funktioniert hat, weil das Pferd absolut nicht kooperativ war und nur noch draußen in der Weltgeschichte geguckt hat und nach allem anderen und das keinen Sinn machte, bin ich also jetzt dann doch wieder in die Halle gegangen
So, man merkt jetzt auch gleich und schon ist der Ofen wieder aus. Das heißt, jetzt müssen wir erstmal wieder gucken, dass wir den aktiviert bekommen. Das heißt, ich fange jetzt genauso nochmal von Anfang an mit den Grundübungen. So ist gut. Ja, also schneller laufen, langsames Laufen. Jetzt sieht man es auch sehr gut, dass er es sehr wohl kann. Schnell wieder und wieder langsam. Aha. So, und dann kann ich auch stehen bleiben. Ich sage, in der Halle funktioniert das. Nur draußen nicht. Das müssen wir jetzt üben. Das ist ja ein guter Hinweis gewesen. Nur das macht jetzt heute absolut keinen Sinn. Gut, weiter geht's. Gut. Na, da funktioniert das doch gleich. Sehr gut. So, nachdem das jetzt wieder funktioniert, mache ich ein bisschen Seitengänge mit dazu. Gut. Ja, Moment, das muss ich nochmal neu anfangen. Weil ich einen Denkfehler drin gehabt. Rüber. Durch einen leichten Druck am Hals. Gut. Jawohl. Dann fange ich das alles so ein bisschen an, auch in Schulter herein rauszuarbeiten. Das kann er eigentlich mittlerweile, wie man sieht, ganz gut. Gut. Hier geblieben. Super. Gut. Dann machen wir das gerade nochmal in die andere Richtung. Gut. So, das gleiche können wir auch im Trab. Schon mittlerweile so ein bisschen. Ja. Gut. Jetzt zeige ich euch einmal nochmal Rubis phänomenalen spanischen Schritt, den wir über so viele Jahre geübt haben. Und ich jetzt schon versucht habe, in verschiedenen Varianten ihm vielleicht nochmal anders beizubringen. Aber seht selbst, was bei rauskommt. Ja. Na, das ist doch schon der Hammer hier, oder? Was der die Beine wirft. Nochmal. Und den anderen. Den anderen. Den. Den. Also ihr seht, das ist eine Sache, die werden wir nie lernen. Hör auf jetzt. Hör auf. Hör auf. Ja. Das waren jetzt einfach nur mal ein paar Eindrücke. Wie gesagt, wir machen auch noch mal ein paar Sachen anders. Aber es war heute jetzt wirklich ein bisschen schwierig, weil er nicht so konzentriert war. Da gehe ich dann lieber noch mal ein paar Schritte zurück wieder und halt fange noch mal ganz von vorne so ein bisschen an, bis er wieder wirklich bei mir ist. Das hat jetzt zum Schluss wirklich gut funktioniert. Das sieht man jetzt auch, dass er jetzt endlich wieder mit seinen Gedanken bei mir ist. Was ich halt gut finde bei der Bodenarbeit, es ist halt einfach wirklich eine super Kopfarbeit. Und ich glaube, wir hören jetzt auf so, oder? Was meinst du? Eine weitere tägliche Aufgabe von mir ist es, dass ich abends immer noch mal einmal die Box mache. Wir haben den Luxus, dass wir hier in einem Vollpensionsstall sind. Das heißt, morgens wird immer gründlich die Box gemistet und nachmittags noch mal abgeäppelt. Trotzdem ist es natürlich so, dass einfach abends dann noch mal was übrig bleibt, was ich dann einfach noch mal rausmache. Das heißt, ich mache die Äppel raus und ich ziehe quasi auch einmal die Späne von außen nochmal nach innen in die Liegefläche, weil die sich ja immer so schön nach außen sonst transportieren, damit einfach in der Mitte genug Späne da sind.
meine Lieben, das war's von uns heute. Und dann sage ich jetzt ein letztes Mal bis morgen. Ciao!